Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Sehr ganz herzlich willkommen hier bei Powerwort TV. Es ist endlich wieder Wochenende und heute habe ich mit euch ein Thema zu besprechen. Ich glaube, so habe ich das noch nie angesprochen. Wie wähle ich meinen Main Champion? Also, wie mache ich das? Wie würde ich das euch empfehlen? Wie ist da so die Vorgehensweise? Aber als erstes will ich euch noch sagen oder nur mal kurz erwähnen, dass ihr auf jeden Fall mal in die Beschreibung guckt, in den ersten Link. Da findet ihr nämlich den Link zu meinem zweiten Kanal, TomCatFit. Und dort kann man dann halt nicht nur ein bisschen zocken, sondern dort zeige ich ein paar Sportvideos gemeinsam mit meiner Freundin. Wir kochen gesund, wir machen gemeinsam Sport. Und heute gibt es für euch einen Brustmuskel-Workout für zu Hause. Aber das mal so nebenbei, damit der ein oder andere, der es vielleicht noch nicht bekommen hat, auch nochmal diesen Tipp kriegt. Auf jeden Fall jetzt zum Thema zu League of Legends. Wie wähle ich meinen Main Champion? Ich habe euch vor einiger Zeit, als ich über die Season 6 und über die Preseason gesprochen habe, ich glaube, das war vor 3 Wochen oder so, das endlich Wochenende, da habe ich ja vorgelesen, meine Liste. Welche Champions ich in der Toplane, in der Mitte, im Jungle und sonst wo spiele, welche halt für mich immer in Frage kommen, weil ich alle Champions ausprobiere. Da kommen wir direkt zu Punkt 1. Probiert erstmal jeden Champion, jede Position aus. Das Coole ist, man muss sowieso erstmal Level 30 werden, bevor man Ranked spielen kann. Und bis man Level 30 ist, hat man viel ausprobiert. Das ist also schon mal der eine gute Punkt. Cool ist es, wenn ihr es schafft, wenn ihr jeden Champion ausprobiert, auch mal gegen jeden gespielt zu haben. Ist natürlich schwierig, weil es immer mal Reworks, Buffs, Nerfs, Item Changes, alles Mögliche gibt. Also League of Legends entwickelt sich und verändert sich immer weiter. Aber gegen jeden mal gespielt zu haben, ist zumindest dort wichtig, wo ihr später eure Main-Position, also eure Hauptposition findet. Das heißt, spielt ihr, so wie bei mir, ich spiele jetzt in der Top-Lane und ich spiele jetzt sogar in der Mid-Lane seit einiger Zeit. Und in der Top-Lane, da muss ich einfach wissen, wie funktioniert ein Trundle, wie funktioniert ein Renekton, wie funktioniert eine Irelia, wie funktioniert ein Jax, wie funktioniert ein Dr. Mundo. Ich finde auch immer wichtig, dass man weiß, wie fühlt sich der Champion an, wenn man mal gegen ihn spielt, was ärgert einen? Also was ärgert mich, wenn ich gegen einen Dr. Mundo spiele und dann, wenn ich Dr. Mundo spiele, kann ich das wieder vielleicht ummünzen. Also diese Erfahrung auf beiden Seiten, das ist auch noch wichtig. Wie wähle ich meinen Main Champion? Ich gucke halt erstmal, welche Position passt mir. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist so fast mein Leitfaden, ist, welcher Champion nervt mich immer, wenn ich ihn im gegnerischen Team sehe. Ich gebe mal ein Beispiel, Amumu. Wenn ich den im gegnerischen Team sehe, habe ich das Gefühl, das wird immer eklig für uns. Im Late Game, Amumu geht rein, wenn er es schafft, 4, 5 von uns zu ultien, dann ist der Teamfight verloren. Also Amumu, absolute Game-Changing-Ulti. Aber zum Beispiel wieder ein anderes Beispiel ist, ich spiele ihn nicht. Warum? Welcher Champion ärgert mich, wenn er im gegnerischen Team ist? Aber als zweites natürlich, mit welchem Champion komme ich selber klar? Und welcher Champion macht mir Spaß? Wenn der Champion dir Spaß macht, spielst du ihn erstmal lieber. League of Legends soll Spaß machen. Kannst vielleicht auch noch besser den Skill rausholen und kannst dann natürlich auch besser die Gegner ärgern, wenn du im Teamfight dann alles richtig machst. Das ist jetzt zum Beispiel Amumu, ein anderer Champion. Oder ich sag mal ein Champion, für den ich mich jetzt entschieden habe. Ich spiele Lux in der Mitte. Lux. Ich finde es immer eklig, wenn die im Gegnerteam ist. Ich weiß im Late Game, die trifft auf ihre Max-Range da irgendwie ihren Stun, also ihren Root. Dann kommt eine E hinterher, dann die Ulti. Und wenn es schlecht läuft, also beziehungsweise wenn Lux gut trifft, dann ist der Carry und vielleicht noch ein anderer komplett weg. Oder sie trifft vielleicht durch alle durch und alle haben nur noch halbe Leben oder so. Also das war für mich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Lux habe ich zwar nicht gespielt, aber die nervt mich immer. Und ich wusste auch nie ein Patent gegen sie, wenn ich mal selber in der Mitte spielen musste. Und von daher habe ich mich jetzt selber für Lux entschieden. Also Lux spiele ich viel. Und der zweite Champion, den ich ganz viel jetzt spiele, ist Hecarim. Hecarim, ob im Jungle oder in der Toplane. Dieser Champion, auch wieder seine Ulti. Ich finde es geil, wenn Champions Ultis haben, die halt wirklich teilweise Teamfight-Changing, also die wirklich einen ganzen Teamfight verändern können. Aber bei Hecarim ist es so, das ist ein Bruiser oder ein Tank, je nachdem wie ihr ihn baut. Der kommt aber immer an den gegnerischen ADC oder an den gegnerischen Carry. So, und der rauscht durch, der
der führt dann noch das ganze Team. Also der ist auch wahnsinnig mit seiner. Also gerade solche Champions synergieren halt super wieder mit anderen Champions. Wenn ihr zum Beispiel noch eine Leona habt, hättet ihr einen Hikari im Top und dann Amumu im Jungle oder so. Das sind Ultis, die haben sehr viel Synergiepotenzial. Und ja, so wähle ich dann meine Champions. Also schaue ich, was mir Spaß macht, was ich spielen kann, was auf jeden Fall mega ärgerlich ist. Und ich probiere alles Mögliche aus. Wirklich, ich habe jetzt so viel ausprobiert. Ich habe die neue Poppy ausprobiert. Die ist nicht schlecht, aber die ärgert keinen. Die ärgert keinen. Und wenn ich gegen Poppy spiele, in der Lane zum Beispiel, wenn ich weiß, aha, in der Champion Selection, da wurde Poppy gepickt, dann weiß ich ganz genau, das kriege ich hin. Die kann ich countern, gegen die werde ich klarkommen. Also das ist wieder dann ein Champion, wo ich sage, wenn jetzt mein Gegner genauso denkt, wenn ich Poppy picke und sich relativ sicher fühlt, dann habe ich doch eigentlich schon mal 20, 30% meiner Lane verloren, allein durch den Pick. Obwohl natürlich, wenn man Poppy Main ist und Poppy in den richtigen Champion reinpickt, das ist halt auch dann besser. Aber es gibt Champions, zum Beispiel Lux. Lux kann ich First Pick nehmen und durch die Range, egal was die Gegner nehmen, du kannst das im Zweifelsfall einfach sicher runterspielen. Das gleiche gilt für Ziggs, das gleiche gilt für Xerath. Vel'Koz habe ich auch lange gespielt, auch coole Champions. Veigar, auch super cool, den würde ich auch nochmal ab und zu auspacken. Also das in der Mitte mag ich gerne, obwohl auch zum Beispiel ein Zed. Ich finde mehrere Komponenten wichtig. Sicheres Farm und dann halt, dass der Teamfight gut läuft und dass im Late Game die Power nicht ganz abfällt. Weil die meisten Spiele, so habe ich das Gefühl, entscheiden sich dann doch erst bei Minute 30, 35. Und wenn du dann auf einmal ein Team hast, wo deine Champions oder die von deinen Mates und von dir halt ein bisschen abfallen ins Late Game und die Gegner haben vielleicht das Early verloren, aber dann im Late Game haben die super Power, ja, dann wisst ihr, worauf das hinausläuft, dann ist es halt irgendwann ein Defeat bei Minute 40, 50, je nachdem, wie lange der Kampf halt dauert. Aber schaut halt selber, wie ihr das macht. Schreibt mir in die Kommentare auf jeden Fall. Lasst uns da mal ein bisschen austauschen. Wie macht ihr das, damit jetzt alle, die die Frage sich stellen, welcher Champion ist für mich der richtige? Weil ich sowas auch bei Facebook gefragt werde. Powrot, was meinst du? Nocturne oder Udyr im Jungle? Sondern sage, das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, was bist du für ein Spieler? Was magst du für Champions? Magst du jemanden, der reingeht, der mit Warrior dann richtig aggressiv ist? Magst du jemanden, der vielleicht mit einem Cinder-Hulk, also mit einem Tank-Item, dann einfach nur vorne steht und für alle so eine mächtige Frontline bildet? Es ist sehr, sehr individuell. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks sagen, zumindest so ein bisschen, wie ich das auswähle und euch da eine Stütze geben. Schaut, wie gesagt, auf den zweiten Kanal. Und in die Kommentare werde ich auf jeden Fall schauen. Ich bin jetzt gespannt, wie wählt ihr eure Main Champions, eure Champions für Season 6? Ich bin euer Powerwort. Ich wünsche euch ein mega geiles Wochenende, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.